Hallo, guten Abend. 7:02. Ich freue mich wirklich sehr über Ihr Interesse an unserer heutigen Zoom-Veranstaltung, an dem Gespräch mit Christine Friesengeli zur Ausstellung Sanele Moholy. Christine Friesengeli ist ziemlich vielen von Ihnen, nehme ich an, bekannt. Sie selber bezeichnet sich als Vermittlerin mit Schwerpunkt zeitgenössischer Fotografie. Sie ist eine der von mir außerordentlich geschätzten Kolleginnen, die Kamera Austria, die sie in frühen 80ern, 1980 mit Herrn Willmann gemeinsam begründet hat, war auch für mich eine wichtige Schule und war ein internationales Forum für aktuelle Entwicklungen der Fotografie in den Schnittstellen auch zur bildenden Kunst und zur Philosophie und so weiter. Ein wirklich sehr wichtiges Magazin, als die deutschsprachige Landschaft zur Fotografie noch sehr, sehr dünn gesät war und ist immer noch ein sehr wichtiges Magazin, weil da ist tatsächlich ein Ort zum Denken und um Nachdenken über Fotografie ist. Habe ich dich genug vorgestellt, Christina? Ja, sehr gut, Wir danke. duzen uns auch heute, wir duzen uns, da wir uns tatsächlich schon lange kennen. Wir sprechen heute über Sanele Moholy und ich habe dich angefragt, da ich weiß, dass du mit dem Market Photo Workshop mit David Goldblatt und auch mit Sanele Moholy in den Nullerjahren, wie man so schön sagt, zusammengearbeitet hast. Und dass die Zeit ist, in der Sanele Moholy sicherlich die wichtige Impulse für ihre Arbeit bekam. Du kennst sie auch persönlich, bist mit David Goldblatt durchs Land gereist. Und mich interessiert diese Schule so außerordentlich. Die ist ganz kurz noch meine Anmoderation, dann bist du dran, Christina. Diese Schule ist 1989, also schon vor dem Ende der Apartheid, gegründet worden. Und ich finde schon auch besonders, dass sie sich nicht westliches Know-how eingekauft hat, sondern praktisch das, was da passiert ist, mit eigenen Ressourcen gestemmt hat. Das kennt man auch anders. Es beeindruckt mich wirklich sehr, die Umstände, unter denen diese Schule sich entwickelt hat, ihren Kontext, die Lehre und so weiter. Darüber würde ich dich als erstes fragen, bevor du anhand einzelner Positionen dann in die Tiefe gehen würdest. Wir haben vorhin schon kurz gesprochen. Ich weiß, du, ich gebe dir das Startsignal. Ja, danke. Ich habe mich auch gefreut, dass ich mich mit diesem Projekt wieder mal beschäftigen konnte, intensiver Rückschau halten konnte. Die Ausstellung, die wir gemacht haben, fand ja 2007 statt. Und zwar war der Ausgangspunkt, dass wir für die Ausgabe Nummer 100 der Zeitschrift Kamera Austria uns entschieden haben, keinen Rückblick zu machen, sondern mit einem Projekt, ein Projekt vorzustellen, das eigentlich in die Zukunft schaut. Und David Goldblatt, den wir 2004 erstmals publiziert haben, mit seiner ganz wichtigen Serie The Structures of Things Here, wo er über die Strukturen, baulichen Strukturen in Südafrika arbeitet, die dieses System der Apartheid repräsentieren. Damals hat er uns schon erzählt von diesem Workshop und ich habe dann ganz kurzfristig eigentlich nur mit einem Dreivierteljahr Vorlaufzeit ihn gefragt, ob es denn denkbar wäre, dass man gemeinsam an einer Ausstellung arbeitet und an einem Heft. Und in der Tat ist das eine ganz außerordentliche Schule, eine ganz außerordentliche Situation, die natürlich sehr geprägt ist von Goldblatt, der ein unglaublich genauer Denker und Arbeiter ist, aber der auch ganz genau sich auch politisch positioniert. Er bezeichnet sich ja nicht als Aktivist, der ist nicht Teil der Journalisten und Fotografen, die mit der sogenannten Struggle Photography offen auch gegen Apartheid gekämpft haben, sondern er sieht sich als jemand, der beobachtet, aufzeichnet, analysiert, verstehen will, aber mit einem ganz, ganz präzisen Blick und einem sehr großen Arbeitspensum. Diese Schule hat er gemeinsam mit einigen anderen 1989 gegründet, und zwar am Market Theatre. Das ist das einzige frei geführte, also nicht rassengetrennt geführtes Theater in Südafrika gewesen, wo es ihnen ermöglicht wurde, sozusagen unter diesem Schirm des von der Apartheidsregierung geduldeten Theaters auch mit Fotografie, mit einer Ganggalerie, mit Aktivitäten in die Öffentlichkeit zu gehen und diese Schule ganz bewusst dort anzusiedeln, hieß, dass man sich auch
daran orientiert, an den gesellschaftspolitischen Themen zu arbeiten mit dem Mittel der Fotografie, wie das Theater eben auch in seinem Arbeitsbereich tätig war. Wir kannten also David Goldblatt quasi als Gewährsmann für diese Haltung, wussten natürlich sehr wenig von Südafrika, und es war die Schule, die uns auch sehr viel beigebracht hat, sozusagen. Ich habe hier eingeblendet als erstes Bild das Cover der Ausgabe 100, wo einige der Namen, wo die Namen der Beteiligten ja auch zu lesen sind: David Goldblatt, Joyce Osinski, die Mitbegründerin war, eine Theaterwissenschaftlerin, die aber auch über Fotografie geschrieben hat, Journalistin, Patricia Hayes, das sind die Autoren auch der Texte in dieser Ausgabe, eine Kulturkunstwissenschaftlerin, Wilson Joba, ein Journalist aus Harare, aus Zimbabwe, Rory Bester, einer der renommierten international tätigen Kunstkritiker, Kunsthistoriker, Jo Radcliffe, eine Künstlerin, die mittlerweile auch als Fotografin bezeichnet wird, sich auch selbst jetzt so sieht, die an der Universität Witwatersrand unterrichtet, Peter McKenzie, ein Fotograf, Fotojournalist, und Sean O'Toole, ein Kunstkritiker. Und als letzter Name hier auf der Liste der Autoren, John Fleetwood. Der war damals, als wir das Projekt begonnen haben, der Leiter. Und ich glaube, bis vor 5 Jahren war er der Leiter des Market Photo Workshops, der selbst auch Fotograf ist und von dem David Goldblatt sehr, sehr überzeugt war, dass es durch ihn, also durch dieses wirklich unglaublich genaue, kontinuierliche Arbeit erst möglich war, dass der Workshop sich so erfolgreich entwickelt hat. Ich muss mal ganz einfache strukturelle Fragen stellen, weil die für mich immer so wichtig sind. Wie ist diese Schule finanziert worden? Die Schule ist unter dem Market Theater Schirm privat finanziert worden. Mhm. Goldblatt hat auch gesagt, dass es unglaubliche Diskussionen gegeben hat am Ende der Apartheid-Zeit, also 94, 95, als das Market Theater sich entschieden hat, auch Geld von der Regierung zu nehmen, was absolut undenkbar gewesen wäre in der Apartheid-Zeit. Und dass er ganz schwer überlegt hat, ob sie da hinausgehen sollten. Und sie sind aber doch in der Struktur geblieben, grundsätzlich, und haben sich eben bemüht, wirtschaftlich unabhängig durch Sponsoren Unterstützende zu sein. Aber es hat sich eben sozusagen mit dem Ende der Apartheid auch die Position des Staates zu den NGOs, zu den Institutionen geändert. Zwei Fragen noch, die vielleicht fürs Vorverständnis nochmal wichtig sind, oder eine Frage zum Vorverständnis und eine zur Arbeitsweise, auf die du dann genauer eingehen wirst. Vielleicht ist das nochmal ganz interessant, ganz kurz über das Schulsystem zu Zeiten der Apartheid zu reden, weil man einfach eine Vorstellung bekommt, wer da eigentlich in diesem Workshop dann ankommt, mit welchem Vorwissen. Genau, die Studenten kommen ja aus, erstens in Unterschied, sind unterschiedliche Altersgruppen, aber es sind auf jeden Fall schwarze Afrikaner, und wir sprechen hier von Schwarzen, weil es auch in Südafrika mit diesem Terminus gearbeitet wird, die in dem sogenannten Bantu-Schulsystem aufgewachsen sind. Das heißt, einem Schulsystem, das zu nichts anderem diente, als den Leuten so viel Rechnen und Schreiben beizubringen, dass sie als Handlanger, Boten, Hilfsarbeiter, Hausangestellte für die Frauen arbeiten konnten. Sie hatten keinerlei Zugang zu einer höheren Bildung, Universität undenkbar, einfach nicht vorhanden. Das heißt, es ist ein Bildungssystem, an dem jetzt noch, es wird jetzt noch daran gearbeitet, dass diese unterschiedlichen Ausgangspositionen auszugleichen. Und der Market Photo Workshop hat eben sich dem sehr offensiv gestellt und hat auf allen möglichen Ebenen versucht, den Studenten, den Studierenden Möglichkeiten zu geben, Fuß zu fassen, Technik kennenzulernen, aber auch außerhalb der Schule zu arbeiten. Jeder Schritt, und zwar, das sind eben diese Einsteigekurse, die sehr kurz sind, nur ein paar Wochen lang, 6 Wochen der Grundkurs,
12 Wochen, aber ganztägig, der mittlere Kurs, fortgeschrittenen Kurs, dort einzugreifen mit Stipendien, zu helfen, den Leuten auch in einem Modulsystem die Möglichkeit zu geben, zu unterbrechen und dann später weiterzuarbeiten. Aber immer in ganz konkreten Arbeitssituationen zu schauen, dass die Studenten auch sofort in Arbeit kommen. Die Studenten haben verschiedene Rollen bei Projekten. Sie sind organisatorisch mittätig. Sie sind, wenn sie fortgeschritten sind, auch selber Ausbildner. Sie leiten Workshops. Sie arbeiten in der Schule mit, in der Verwaltung. Also das ist wirklich unglaublich, wie schnell man versucht, den Studenten ein Gefühl zu geben, dass es um ganz konkreten, um einen wirklich ganz konkreten Arbeitsansatz geht. Du hattest mir im Vorfeld ein Papier über diese Schule, von dieser Schule, wie auch immer, zugeschickt. Und da bin ich gleich ganz am Anfang über einen Satz gestolpert, den ich so super interessant finde, dass am Anfang der Ausbildung würde prinzipiell für alle eine Prüfung der Struktur und Ordnung des öffentlichen Raumes stehen. Das hat mich ziemlich beeindruckt, weil das eigentlich eine ganz klare Positionsbestimmung ist, wenn man an diese Schule geht. Schaut man sich als erstes um, wo man sich eigentlich befindet. Und, ja. Ich glaube, das ist auf zweifache Weise interessant. Das liest man auch an den Projekten ab, von denen wir einige in der Ausstellung gezeigt haben und im Heft publiziert und von denen ich auch sprechen werde, dass es wirklich immer ein Blick nach außen ist, eine ganz konkrete Auseinandersetzung mit einer soziopolitischen Situation, mit den großen Themen, die damals am brennendsten waren, mit AIDS, HIV, mit der vernachlässigten ländlichen Regionen, Migration, Fremdenfeindlichkeit und dass die Studenten, das sagt John Fleetwood auch in seinem Text im Heft sehr schön, der sagt, dass Südafrika ein Land ist, das eigentlich geprägt ist von einer jahrhundertealten Kultur und gleichzeitig überstülpt sozusagen von einem westlichen System, aber dass die Studenten sich zwischen der urbanen Szene in Johannesburg, der Auseinandersetzung mit ihrer Herkunft, mit den Ahnen, mit dem Ahnenkult, der globalen zeitgenössischen Bildkultur, dass sie sich da ganz geschickt bewegen, aber dass politisch gesehen das Land wirklich noch ganz am Anfang steht als Demokratie und dass in diesen bewegten Zeiten die Studenten, die das sehr gut verstehen, auch viele Kompetenzen erwerben. Und der öffentliche Raum in jedem Fall ist immer ein, auf einer ganz praktischen Ebene, zumindest wie wir dort waren, es wird jetzt nicht sehr viel anders sein, aber doch, vielleicht hat sich's gebessert, war einfach der öffentliche Raum auch ein absolut umkämpfter. Straßenwissen ist absolut notwendig. Es geht nicht nur um technischen Erwerb von Fertigkeiten, Fotografie bezogen, sondern das Wissen, das von der Straße kommt, ist zum Überleben dort sogar wichtig. Ne? Mhm. Ja, das gehört mit zum Ausbildungsteil, aber in diesem Text geht es dann weiter damit, dass irgendwann, da ist sehr schön beschrieben, wie diese Ausbildung stattfindet, in welchen Strukturen und so weiter. Das wird jetzt vielleicht zu weit führen. Und dass dann sozusagen eben für jeden Einzelnen Fragen von der eigenen Eingebundenheit in diese Strukturen eine Rolle spielen. Also es gibt zwar schon den Blick nach außen, aber es ist immer an sehr persönlichen Erfahrungsräumen dann thematisiert oder geht von da aus, soweit ich das gelesen habe, und der Relevanz, die das dann in einem größeren Rahmen hat. Und du kannst das vielleicht lässt sich das tatsächlich am besten anhand der Auswahl eurer Ausstellung kommunizieren. Genau, ich zeige jetzt, während wir hier reden, ein paar Graffiti-Aufnahmen von einer der Künstlerinnen, Nancy Kelelo Veleko, immer Lolo Veleko genannt, die damals neben Saneli Moholi die wahrscheinlich erfolgreichste Absolventin war. Christina, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Gibt es bei dir irgendwas, was ein Geräusch im Hintergrund macht? Bei mir gibt es ein recht schleifendes Geräusch. Okay, dann wenn nicht, lass dich nicht stören, mach einfach weiter. Ich glaube, mein Computer rauscht ein bisschen. Das okay, heißt, alles klar. Okay. Ich werde Ihnen die Hand nehmen, ein bisschen lüften. Und Lolo Veleko ist eine der Fotografinnen, die
damals auch als Buchhalterin im Fotoworkshop gearbeitet hat, aber auch als Instruktorin für die Jüngeren, für die Anfänger, als Workshopleiterin schon tätig war. Deine Frage bezog sich jetzt auf die Arbeitsweise mit den Studenten für die Projekte. Mhm. Also das Interessante für mich war ja, dass die Studenten immer also nicht nur ihre eigene Situation, sondern auch die gesamt sozusagen wirtschaftliche Situation im Auge haben, immer zu sehen, wie komme ich mit dem Wissen, das ich habe und das ich mir aneigne, wie komme ich in Arbeit, wie kann ich mein Leben sichern. Also ich glaube, das Geld beschaffen ist damals für die jungen Leute zentralst gewesen, immer noch. Und ich glaube, die Schule ist imstande gewesen, innerhalb kürzerer Zeit den Leuten schnell Workshops zu vermitteln, Praktika zu vermitteln, Assistenzenstellen zu vergeben. Also ich glaube, dass die wirklich sehr, sehr findig waren. Und das hat natürlich auch damit zu tun, wie konkret in der politischen Öffentlichkeit die Studenten sind. Die haben sich wirklich mit den Themen, die ihnen gegeben wurden, oder die sie gemeinsam definiert haben, als Fotoprojekt auch zurechtfinden müssen mit allen Fragen, die wir als Repräsentationspolitik bezeichnen. Das haben sie alles wirklich sofort umsetzen lernen müssen. Und das, glaube ich, ist der Unterschied zu einer Kunstakademie hier, wo die Leute mit sehr, vielleicht sehr individuellen Geschichten hineinkommen, aber vielleicht nicht so gefordert werden, sich nach außen zu orientieren und sofort auch eine konkrete Arbeit in der Öffentlichkeit zu machen, außerhalb der Schule diese Themen sofort anzugehen. Mhm. Aber erleichtert kam sicherlich hinzu, darüber hatten wir im Vorgespräch gesprochen, als wir nach den Adressaten dieser Arbeiten fragten, dass es dann auch zu der Zeit, als ihr da wart, auch schon eine Galerienlandschaft gegeben hat und es diese Johannesburg-Biennalen gegeben hat, auch unter in Weser, die bestimmte öffentliche Räume auch schon versucht haben zu weiten oder aufzumachen. Ja, wie gesagt, die Leute, die wir gezeigt haben in der Ausstellung, sind zum Teil schon von großen Galerien vertreten worden. Zanelli Moholy damals schon mit Stevenson, Lolo Geleko mit Goodman Gallery zum Beispiel. Und Südafrika war natürlich auch international gesehen ein sehr interessantes Land durch diesen Übergangsprozess von Apartheid in die Demokratie. Es war ein Land, das sehr viele Anknüpfungspunkte auch für den Westen gegeben hat. Das war nicht sozusagen das dunkle, unbekannte Afrika, sondern das war ja ein Land, das in der Apartheidzeit absolut europäisiert war. Ich kann mich erinnern, das ist nur ein Nebenschauplatz, aber das fällt mir jetzt ein, als ich als Intendantin des Steirischen Herbst einmal mit einem Industriellen konferiert habe, zwecks Sponsorship, hat er mir gesagt, dass er am liebsten eigentlich arbeitet mit seinem Partner oder mit seiner Dependance in Südafrika, weil das Genialste ist, es gibt keine Zeitverschiebung. Das heißt, Südafrika war sowas wie eine Erweiterung von Europa, es war ein Afrika, das wirtschaftlich prosperiert hat, dass irgendwann werden oder würden ihnen wahrscheinlich die Arbeitskräfte, gut ausgebildeten Arbeitskräfte ausgegangen sein, denke ich, mit diesem Bantu-Schulsystem und damit. Aber wie gesagt, das ist ein mit den Johannesburg-Biennalen zum Beispiel, das waren, ich kann mich erinnern, welche Aufregung da geherrscht hat bei der ersten Johannesburg-Biennale 95. Die zweite hat dann Okuyen Weso kuratiert. Das war dann schon richtig ein fixer Treffpunkt der Kunstwelt. Also da ist ja die Kunstwelt sehr schnell bei Biennalen und Festivals sich sozusagen an Orten einzufinden, die spannend sind. Interessanterweise war Goldblatt
Er war kein Skeptiker, aber er war sehr zurückhaltend. Er hat im Grunde so diese Äquidistanz gehalten. Er war dann zwar 2012, glaube ich, schon auf der Documenta dabei, aber er hat das sehr genau beobachtet und war immer kompromisslos, wenn es darum ging, was das Inhaltliche betrifft. Ich denke nicht, dass er da... Hat er dann selber unterrichtet an der Schule? Soweit ich von ihm gehört habe, hat er selber nicht unterrichtet, aber er war ein großer, immer zur Verfügung stehender Mentor für viele Studenten, wie überhaupt das Mentorensystem vom Workshop auch sehr stark betont worden ist. Also es gibt in den zweiten Kurs diesen fortgeschrittenen Kurs, der ein halbes Jahr dauert, wo sich jeder Student einen frei gewählten Mentor findet. Das fand ich sehr gut. An der Schule oder darüber hinaus? Darüber hinaus. Oh, super. Zum Beispiel, ich weiß, dass Leute, die an der Universität Witwatersrand unterrichtet im Kunstbereich, auch als Mentoren gefragt wurden und das auch gerne gemacht haben. Mhm. Joe Radcliffe zum Beispiel auf jeden Fall, aber auch andere. Was ich sehr gut finde, ist, die Studenten haben sozusagen keine Scheu aufgebaut, sondern sie haben sich jemanden gewünscht und sind mit ihrer Arbeit dort vorstellig geworden. Das fand ich auch wirklich lehrreich, immer wieder sich auch dem auszusetzen. Ich frage jetzt so ganz dumme Dinge, ne? Sozusagen nur, um sich das vorstellen zu können, wenn man diesen Workshop verlassen hat, hätte man nicht so etwas wie einen staatlich anerkannten Berufsabschluss oder irgend sowas in der Art. Man hat viel gelernt, man hat ein Portfolio, wenn man so will, man hat Fähigkeiten gelernt, auch sich zu präsentieren, auch schriftlich zu arbeiten. Ich glaube, dass die wirklich auch sehr, sehr viel an Texten gearbeitet haben, aber ich weiß nicht, wie ein Abschlusszeugnis von dort aussieht, aber sicher ein sehr, das gute Renommee der Schule mit dem Abschluss dort hat sicher vielen sehr geholfen. Ja. Und es sind auch sehr erfolgreiche, zum Teil Fotojournalisten, zum Teil mit der Digitalisierung natürlich auch viele, viele andere Medienjobs, die ihnen zugänglich gemacht wurden. Und die Bilder, die du jetzt zeigst, diese Aufnahmen von den Graffitis, würde ich jetzt sagen, sind sozusagen Dokumente dieser Auseinandersetzung, dieser Zeit. Genau. Das ist jetzt nur eine kleine Serie von Lolo Veleco, die aber sozusagen das zeigt, was der öffentliche Raum an visuellem Material, lesbarem Material auch bietet. Das zweite Projekt, und gehe ich jetzt, wenn es dir recht ist, gleich einmal zu einem Projekt, ist Ika Heng, ein Outreach Project, wie man in Südafrika sagt. Das heißt, das ist ein Sozialprojekt für Frauen. Und die Leiterin und Ausbildnerin dieses Projekts war eben auch Lolo Veleco. Für 2 Jahre, 2004 und 2005. Das sind sehr langfristige Projekte. Das ist die Serie, wie wir sie ausgestellt haben. Ich zeige auch einen Text, den Lolo hier zur Einführung geschrieben hat. Dass der Workshop eben seit 2003 schon dieses Outreach-Project in Ika Heng macht. Und sie hat es 2 Jahre begleitet als Ausbildnerin. Und der Fotoworkshop hat gemeinsam mit den Studenten seit jeher diese Community-Projekte gemacht. Das fördert in der Gemeinschaft, in der sie arbeiten, die Diskussion und das Verständnis. Und die Leute, mit denen sie sich hier zusammengetan haben, sind Frauen zwischen 18 und 50, die ganz grundsätzliche, grundlegende Fototechniken, das Verstehen und Lesen von Bildern, die Erstellung von Lebensläufen, Mittel und Fähigkeiten erlernen sollten, das eigene Leben auch fotografisch festzuhalten. Und ich fand das Projekt wirklich sehr schön. Die Frauen, die hier, die haben zum allergrößten Teil, zum allerersten Mal ein eigenes Bild von sich entworfen. Das Thema war ja, was macht dich zu einer Frau? Und die Freude sozusagen auch für Lolo Veleco
so mitzuerleben, wie diese Frauen sich mit Fotografie erstmals sozusagen auch selbst präsentieren konnten. Das konnte ich ganz gut nachvollziehen. Ich zeige jetzt einen kleinen Ausschnitt aus den Fotografien, die im Rahmen dieses Workshops oder dieser 2 Jahre entstanden sind. Und nur, dass man die Zeitschiene nochmal zur Ausstellung aufmacht, das ist ungefähr die Zeit, in der Sanele Muhuli dort unterrichtet wurde. Anfang, ja. Das war 2003 bis 2005, dass dieser Workshop hier stattgefunden hat. Ja, ist schon eindrucksvoll. Auch interessant, dass es in Schwarz-Weiß und analog gearbeitet wurde, weil das Zugänglichste war damals. Also die meiste Kontrolle bot. Ja, auch als Kamerafilm wahrscheinlich leichter erreichbar war als Datenträger. Und die Studenten können ja alles, nicht? Die haben sich ja relativ schnell auch in die digitale Technologie eingearbeitet, aber sie lernen von Grund auf. Es ist, wie Fleetwood sagt, es ist ein Land, es ist eine Drittweltökonomie mit einer Erstweltindustrie konfrontiert ist, wo Leute sehr, sehr einfallsreich sein mussten und müssen, um das zu bewerkstelligen, was sie brauchen. Aber gleichzeitig das Land auch, wie vom Westen aus gesehen, als Hightech, zeitgenössisches Industrieland dastehen. Also einerseits die Verlängerung Europas oder des Westens und andererseits... Auch mit dem Tourismus, nicht? Wenn man sich vorstellt, Südafrika ist ja ein Land, das sehr stark bereist wurde in den letzten 2 Jahren wahrscheinlich nicht, aber doch das Bild, das von Südafrika entwickelt wurde, diese unglaubliche Weinkultur und Baukultur und natürlich die Safari-Kultur. Ich zeige ein zweites Projekt von Sabelo Mlangeni, Invisible Women, die unsichtbaren Frauen. Sabelo ist ebenfalls schon Absolvent und hat eine Galerie, Warren Seabridge, damals gehabt. Ich denke, die Galerie gibt es jetzt nicht mehr, aber ich habe vor 2, 3 Jahren wieder mit ihm zu tun gehabt, weil er an der Akademie der Bildenden Künste in Wien ein Projekt gemacht hat, wo es einen Katalog gibt, für den ich auch etwas verfassen konnte. Und ich glaube, der ist auch ganz gut unterwegs als jemand, der sich mit Randkulturen beschäftigt, sehr viel gemacht hat, auch über Botswana, über die dortige archaische Kultur an der Schnittstelle zur zeitgenössischen Problematik mit HIV etc. Also wirklich ein interessanter Künstler. Die Arbeit hier heißt eben Unsichtbare Frauen und beschäftigt sich mit den Straßenkehrerinnen von Johannesburg, die in der Nacht arbeiten in einer Stadt, die als damals, wie wir dort waren, als extrem gefährlich galt, wo man sagte, dass die staatliche Unterdrückung durch die Apartheid sozusagen abgelöst wurde von der Kriminalität auf der Straße, dass es unglaublich viele Gewaltverbrechen gab. Und diese Frauen, die dort diese Arbeit machen, die unsichtbar sind, nicht nur, weil sie in der Nacht arbeiten, sondern sicher auch als unsichtbar im Sinne ihrer gesellschaftlichen Stellung gelten können. Und Sabelo hat sie über eine ganz lange Zeit begleitet, hat sie gut gekannt, war mit ihnen vertraut. Das war auch ein für ihn sehr interessantes Projekt, diese mütterlichen Frauen da in der Stadt in der Nacht zu begleiten. War das jetzt konzeptionell so angelegt, dass er nur Frauen fotografiert hat, oder sind das Arbeiten, die nur Frauen oder vor allem Frauen verrichten? Das weiß ich eigentlich gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ausschließlich von Frauen gemacht, diese Arbeit verrichtet wird. Aber für ihn waren das schon sehr Protagonistinnen einer wichtigen Tätigkeit im öffentlichen Bereich. Also nachdem, wie sie resolut unterwegs sind und gekleidet sind, denke ich mir, sind das schon Vollprofis.
Und diese Arbeit wurde dann auch publiziert. Also die wo, ja, okay. Genau. Du sagtest, die wäre sehr beliebt oder sehr. Ja, die ist damals sehr bekannt gewesen. Ja, sehr bekannt gewesen, auch von Warren Siebritz, der als Galerist eigentlich, ich glaube, das war die erste Fotoarbeit überhaupt, die dieser Galerist gezeigt hat. Das war schon eine Arbeit, die beeindruckt hat, offenbar. Mhm. Noch ein Projekt von Veleco, die jetzt ein bisschen stark im Vordergrund steht, aber bitte, das ist auch ein Projekt, das wir das sozusagen auch diese andere Seite der einer öffentlichen Präsenz des Körpers in einer Stadt wie Johannesburg zeigt. The beauty is in the eye of the beholder. Die Schönheit ist im Auge des Betrachters. Veleco hat junge Leute in der Stadt fotografiert, die sozusagen ein ganz anderes Bild einer urbanen Gesellschaft, einer Jugend, die sich sehr mit der Präsentation des Selbst, mit der Ästhetik des Erscheinens in der Stadt beschäftigt, die wirklich auch so etwas wie eine Modefotografie, das 2003, 2004, aber gleichzeitig ist es auch eine sozusagen eine bestimmte Gesellschaftsgruppe, die sich für sich einfach ihren Raum nimmt, ihren Platz in der Gesellschaft sucht und findet und sich definiert in dieser selbstermächtigenden Geste. Mhm. Auch eine Arbeit, die damals sehr, sehr weithin publiziert war, auch, glaube ich, in Europa recht bekannt war. Ja. Interessante Inszenierungsgeschichte, aber die gleichzeitig auch so einen interessanten Wechsel zu diesen anonymen Frauen, die in der Nacht arbeiten und der Stadt, die als so gefährlich und auch so kompliziert gilt, fand ich schon interessant. Und da jetzt in dem Zusammenhang eben auch Sanele, die auf andere Weise auch diese Selbstermächtigung oder diese Präsentation und Selbstdarstellung fördert in ihrer Community, in ihrer Gruppe. Das ist die Arbeit Faces and Phases, war eigentlich der Beginn dieser großen Serie, die ja sehr weiter, noch lange weiter bearbeitet wurde. Goldblatt hat mir damals gesagt, er war einer der, vielleicht sogar einer der Mentoren im offiziellen Sinn von der Schule aus, aber er war sehr nahe ihrer Arbeit, hat alle Phasen ihrer Arbeit gekannt und hat gesagt, er war so, hat sich so gefreut über diese Arbeit, weil sie die erste ist, die nicht diese Wut zeigt. The first work that is not angry. Und er hat das wirklich als großen und wichtigen Schritt im Werk von Sanele gesehen, sich dieser auch der Schönheit zu widmen, der Haltung, der Darstellung, der Selbstdarstellung, auch in dem, wie sie ihre als Fotografin sich einbringt. Dieser Text ist sehr bekannt. Ich glaube, ich kann nur kurz exzerpieren. Sanele sieht sich als sie lebt in einer, arbeitet in einer Community von schwarzen Lesben, so war der Beginn dieser Arbeit, und ihre Community in einem positiven Sinn auch sichtbar zu machen, zu würdigen, den Personen ein öffentliches Bild, ein positives öffentliches Bild zu geben. Das ist eigentlich hat sie als ihre Aufgabe gesehen. Bis 1994 schreibt sie, das war die Schwulen- und Lesbenbewegung eigentlich von weißen Aktivisten gelenkt. Also es ging da auch darum, das selbst in die Hand zu nehmen, sich selbst darstellen zu können und sich als visuelle Aktivistin, wie sie sagt, für die Sichtbarkeit des schwarzen Lesbentums einzusetzen. Ich glaube, dass es wirklich eine ganz wichtige Arbeit ist, die dann auch sehr rasch gesehen international rezipiert worden ist. Und
die Begegnung mit Sanele war in dem Sinn auch wirklich sehr, sehr interessant, weil sie auf jeden Fall, sie war am Projekt interessiert, aber sie wollte unbedingt vorher ein Gespräch, um ganz genau zu wissen, wo das sein wird, in welchem Kontext das sein wird, wer wir sein und so. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war ein richtiges formales einander kennenlernen und einschätzen, wie diese doch sehr sensible und komplexe Arbeit da präsentiert und kontextualisiert sein würde. Ja. Ich zeige jetzt einige von diesen Porträts, die man schon in der Installation gesehen hat. Der Name zuerst und dann das Bild. Aha. Die sind immer wieder sehr beeindruckend. In unserer Ausstellung in Hannover hängen zurzeit ja vor allen Dingen Selbstporträts aus dieser Reihe. Ja, genau. Und die sind als Ergänzung jetzt auch nochmal sehr schön, sich die ins Bewusstsein zu rufen. Ja. Das sind diese frühen Bilder, die, wie du sagtest, wahrscheinlich doch sehr in ihrem näheren Umfeld noch entstanden sind. Wir haben uns vorhin kurz darüber unterhalten, dass Sanele gelegentlich sagt, sie fotografiert fast ausschließlich auf der Straße, was mich immer außerordentlich verblüfft. Aber sie ist eben sehr viel, das meint sie wahrscheinlich, sehr viel im Land unterwegs, um die einzelnen, einzelnen Menschen zu besuchen. Aber du siehst den Hintergrund hier, das weist eigentlich darauf hin, dass es auch so ein schnell gemachter Fotohintergrund sein kann. Ja, ja. Sich mit den Personen zu treffen, Styling, Kleidung, Pose, das glaube ich, ist da sie ganz konkret beteiligt waren. Das fand ich wirklich interessant. Busi Sigasa ist eine, glaube ich, schon sehr enge Freundin, Bekannte, die ermordet worden ist. Und das ist ja auch immer etwas, was ihre Arbeit oder wenn sie darüber schreibt, so verstörend macht, ist eigentlich auch diese unglaubliche Gewalt, die vor allem schwarze Lesbierinnen in Südafrika ausgesetzt sind, wie viele vergewaltigt wurden, wie viele umgebracht wurden. Und die Arbeit hat eine große Dringlichkeit und trotzdem hat sie eben diese Genauigkeit und Würde und auch diesen Wunsch, ein positives Bild zu zeichnen, wie man sieht. Also wirklich sehr eindrucksvolle Persönlichkeiten. Der Wut keine Macht geben oder nicht die Macht zu zerstören. Ja. Ein bisschen erinnert mich das auch an das, was du erzähltest oder worüber wir uns unterhalten haben, über diese Politik des Vergebens, was jetzt vielleicht nicht so direkt das Thema ist. Also das ist jetzt vielleicht eine falsche oder eine irreführende Assoziation, aber es sind ja keine Bilder, die mit Wut oder eben Ärger operieren, sondern die einfach eine Gleichberechtigung einfordern. Ja. Ja, das ist diese Versöhnungsarbeit, die in Südafrika geleistet worden ist nach dem Ende der Apartheid, ist wirklich beachtlich und unglaublich. Auch schwierig, natürlich bis in die Gegenwart sieht man das. Mhm. Aber die Goldblatt hat immer betont, dass ohne Nelson Mandela das wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre, in der kurzen Zeit aber doch eine demokratische Regierung zu erreichen, aber auch ganz konkrete Versöhnungsarbeit zu machen. Prozesse, in denen Leute, Täter und Opfer, miteinander sich austauschen mussten und das Ganze öffentlich zu machen und den Versuch zu machen, wirklich zu formulieren, was man erlitten hat, aber gleichzeitig auch diese große Idee eines demokratischen Zusammenlebens auch gemeinsam erreichen zu wollen. Das war schon sehr wirklich unglaublich. Noch ein Projekt, Back and Forth, und zwar ist das ein Projekt, das Wilson Joe war, der Lehrer, Fotojournalist und Lehrer am Workshop aus Zimbabwe geleitet hat in diesen Fotojournalismus und Documentary Photography Programm. Back and Forth bezieht sich auf die informellen Händler, Händlerinnen, die zwischen den
an Südafrika angrenzenden Ländern, Botswana, Namibia, Simbabwe, Mosambik hin und her gehen und die unterschiedlichen ökonomischen Situationen wahrscheinlich alle eher auf der Seite der ärmeren Gesellschaftsschicht versuchen, sich irgendwie auf der einen Seite einzukaufen, auf der anderen Seite zu verkaufen. Und dieses Projekt hat der Market Photo Workshop in Zusammenarbeit mit der Internationalen Organisation für Migration durchgeführt. Da ging es darum, den Beitrag von Migranten, Migrantinnen, aber auch von grenzüberschreitenden Transportwesen zur AIDS-Problematik zu untersuchen, zu schauen, wie wirkt sich dieser Grenzverkehr, dieser informelle Grenzverkehr aus. Und ich fand das wirklich unglaublich, wie eindrucksvoll die Studenten sich damit dann beschäftigt haben und die Ergebnisse zu sehen. Es gab 7 Studenten des Workshops und 4 Fotografen aus den umliegenden Ländern, aus Namibia, aus Mosambik und Simbabwe, die daran mitgearbeitet haben. Das war die Installation in Graz, sehr einfache Digitaldrucke, wo der Bildtext, der Bildtitel direkt auf dem am Rand, auf dem weißen Rand des Fotos mit eingedruckt waren. Ich habe hier wieder die Bildtitel vor dem Foto. Hier geht es um den Autobusbahnhof in Harare und der Blick auf viele Leute aus Simbabwe. Das Simbabwe war damals in einer ökonomisch äußerst schwierigen Situation, 2007. Das war eine Ökonomie, die zusammengebrochen ist. Und die Leute aus Simbabwe sind unterwegs, um Waren einzukaufen, die sie im eigenen Land dann wieder verkaufen können. Das ist dieser Busbahnhof in Harare. Hier geht es um Händlerinnen, die in einer Bahnstation in Johannesburg warten auf ihren Zug. Unglaublichen Mengen von Waren. Einige dieser Händler sind nicht auf öffentlichen Verkehr angewiesen, sondern mieten Autos oder mieten Kleintransporte oder haben Kleintransporte, die für sie die Waren transportieren. Ich kann mich aber auch erinnern, dass auch Wilson Chova, der einen Workshop unterrichtet und dieses Projekt hier geleitet hat, dass er gesagt hat, er hat alle Hände voll zu tun, um seiner Familie Lebensmittel nach Simbabwe zu schicken. Das ist wirklich eine ganz unglaublich wichtige Arbeit, auch diese Sachen hin und her zu bringen. Die Leute arbeiten alle auf Basis eines Touristenvisum und die Länge des Aufenthalts hängt eben davon ab, wo man zu Hause ist, wenn man von Mosambik nach Namibia geht und ganz Südafrika durchqueren muss, braucht man offenbar viel Benzin. Das wurde dann mittransportiert. Ja. Es schaut so aus, ja. Das ist wieder ein Mädchen aus Harare, Simbabwe, das in Johannesburg auf den Bus wartet zum Beladen. Warten ist ja eines der Haupt Charakteristika von diesem Grenzverkehr. Wieder ein Busbahnhof in Braamfontein, Johannesburg. Ein Ort, wie hier gesagt wird, der interessanterweise nicht nur als Busbahnhof wichtig ist, sondern auch als Sicherheitsanker, weil die Leute hier bestimmte Facilities finden, die sie nutzen können oder sich auch für einfach kundig machen können in der Großstadt, Hilfe finden. Dann geht es hier auch um den Geldverkehr. Simbabwe hat ja, wie gesagt, eine sehr schwierige wirtschaftliche Lage. Die Nationalbank hat eine Währungsreform durchgeführt und
Die Polizei musste die Banknoten der alten Währung von den Leuten absammeln. Und das sieht man hier. Das ist auch eine Grenzkontrolle. Ja. Ja. Und dann noch eine Geldwechslerin, die ebenfalls unter Alarm steht, weil sie nur 3 Wochen Zeit hat, die alte Währung gegen die neue einzutauschen. Du sprachst von Leibesvisitationen, die vorgenommen worden sind in dieser Phase des Geldwechselns. Ja, ja. Alles wurde ausgehoben, was nur irgendwie auffindbar war. Ja. Ich bin mir gar nicht so sicher, warum er die alte Währung so dringend braucht. Dann die Auseinandersetzung mit sozialwissenschaftlichen Studien, die Studenten dann auch konsultieren, wo auch die Rolle der Frauen, wo festgestellt wird, dass die Frauen in diesem informellen Grenzverkehr auch eine größere Rolle spielen. Wir hatten früher auch gesprochen über die Familienstrukturen, wer denn dann die Kinder betreut, wie das mit den, ob das, ich glaube, dass es auch wirklich viele Großeltern, Großmütter vor allem übernehmen werden oder dass es auch Familienverbände gibt, in denen die Kinder hoffentlich Zuflucht finden oder betreut werden. Immer wieder auch die Polizei, Bahngesellschaften, die Ordnung schaffen und die Händlerinnen zwingen, dann ihre ganze Ware wieder an einen anderen Ort zu verlegen. Dann hier eine Frau aus Simbabwe mit 4 Kindern, die Gemüse kauft, die in Simbabwe Gemüse aufkauft, um es in Botswana zu verkaufen. Und dann kauft sie auf dem Rückweg wieder andere Lebensmittel, die sie in Bulawayo in Simbabwe wieder verkauft. Oh, unglaubliche Energie, das Alltagsleben zu bewältigen. Müssen wir mal kurz Licht anmachen? Ja. So dunkel, nicht bedacht. Du bist verschwunden oder bist wieder da? Jetzt bin ich wieder da, siehst du mich? Ja, ich bin auch etwas von oben beleuchtet, aber du bist jetzt schön. David Goldblatt, endlich komme ich auch auf ihn, auf seine Arbeit direkt zu sprechen. Das ist eine Arbeit, die mir jetzt eingefallen ist, gerade im Zusammenhang mit diesem Back-and-Forth-Projekt, wo es eben um diese Frauen, Männer, die über die Grenzen hin und her etwas transportieren, etwas kaufen, sich sozusagen organisieren in dieser Geografie. Und das ist eine Arbeit aus 1983 von David Goldblatt, The Transported of Kwan and Debele. Das heißt, Kwan Debele ist eine Township, ein Teil des Landes, das den Schwarzen sozusagen zugeteilt worden ist. Bantustan nennt man das mit Bantu. Wir hatten schon von dieser Bantu-Schulsystem gesprochen und Bantustan sind diese Townships oder diese Zonen oder Bezirke. Und die Transported sind eben die Leute, die aus diesen Townships in die Städte zum Arbeiten gebracht werden. Das sieht man hier auf der Karte. Das ist Pretoria, die Hauptstadt, und dieser Bantustan ist Kwan Debele. Und dem geht es hier, wo diese Reise. Das andere sieht man hier eben auch die Hatten wir schon einen KwaZulu? Na, ich glaube nicht, Transkei. Jedenfalls diese Zonen, die farbig eingezeichnet sind, sind diese der schwarzen Bevölkerung zugewiesenen Bezirke, in denen sie wohnen. Und die Reise in die Städte zur Arbeit sind eigentlich täglich, wie hier ein gesagt wird, um 2.45 Uhr fährt der erste Bus aus Kwan Debele in Richtung Pretoria. Und man macht sich auf die Reise zur Arbeit mitten in der Nacht und kommt zurück von der Arbeit auch spät abends.
wieder ein Bus, hier steht dann nur mehr Stehplatz vorhanden bei so und so vielen Plätzen. 4 Uhr morgens, noch mehr als eine Stunde, noch mehr als 1,5 Stunden liegt vor uns. Der erste Fahrgast ist um 3:10 in der Früh eingestiegen. Der Bus kommt um 5:30 in Pretoria an. Also diese Transportierten aus Quandebele, seine Arbeit übrigens, die auf der Documenta 2012 ausgestellt war, eine kleinformatige Serie, aber sehr, sehr eindrucksvoll, die einfach vor Augen führt, wie diese dienenden Personen, diese Körper schlafend, erschöpft, durchs Land geführt werden, das ist jetzt schon am Rückweg, diese Mühsal des Alltags, diese unglaubliche, dieses Akzeptieren eines Arbeitsalltags, der eigentlich unmenschlich ist, der es wirklich sehr eindrucksvoll vor Augen führt. Und dann noch ein Ausschnitt aus der Serie The Structures of Things Then, für mich eine der wichtigsten Arbeiten eines Fotografen im 20. Jahrhundert. Das ist wirklich eine ganz besondere Arbeit. Goldblatt bezeichnet mit Structures alles, was in seinem Land Südafrika an gebauten, definierten Strukturen vorhanden ist. Ob das ein öffentliches WC ist, ein Bahnhofsgebäude, eine Strandkabine, eine Kirche, alles verweist auf diese Struktur der Dinge hierzulande. Wie wir die Arbeit gezeigt haben, in Kamera Austria publiziert haben, 1994, hieß die Arbeit noch The Structures of Things Here. Als sie dann publiziert wurde und fertig war, seit damals heißt das Projekt The Structures of Things Then, damals. Und mich hat wirklich unglaublich beeindruckt die Genauigkeit des Blicks, aber dieser Wunsch zu verstehen, ist der Wunsch zu dokumentieren, zu erfassen und damit aber auch sozusagen der Nachwelt zu erhalten und zu sagen, das ist eigentlich das, was an gebautem Erbe der Apartheid noch da ist. Das ist zum Beispiel eine Hecke eines Baumhecke, Mandelbaumhecke, die ein Areal, einen Viehpferch eingegrenzt hat, um Viehdiebe, eine weiße Landwirtschaft nach außen hin abgegrenzt. Eine Hecke, die im 17. Jahrhundert gepflanzt wurde und noch in Teilen vorhanden ist. Dann die Kirchen, die niederdeutsche reformierte Kirche, Dutch Reformed Church, die unglaubliche Präsenz haben, die eine gewissermaßen eine moderne ins Land stellen und damit aber auch dokumentieren, wie fest sie hinter diesem System, politischen System der Apartheid stehen. Gleichzeitig eine Kirche, apostolische, multirassische Kirche in Südafrika, die dann so aussieht. Ein Wohnhaus in Kwa Kwa, so heißt eine dieser Bantustans, wobei Goldblatt dieses Haus sehr bewundert hat, weil es von der Statik her, dieser Sack, den man hier sieht, offenbar aus statischen Gründen einen Baum ein gehalten hat und gebaut hat. Ja. Und gleicherweise auf der anderen Seite des Hauses ein Gegengewicht hatte. Dann auch ein Blick auf Struktur, junge Mutter mit ihrem Kind, deren Haus demoliert worden ist. Es gab ja in diesen Bantustans Townships immer wieder Umsiedlungen. Die Leute sind offenbar wirklich hin und her geschoben worden, schön ausgedrückt versorgt worden mit Wohnraum, aber es ist gleichzeitig auch zu solchen Situationen gekommen, die
eigentlich unerträglich sind. Ein Porträt eines Mannes, dessen Haus vor 2 Jahre vor der Aufnahme von der Regierung niedergewalzt worden ist, weil es war eine von Schwarzen geführte Farm, die als Black Spot erklärt wurde, offenbar ein gefährlicher Ort, was den schwarzen Widerstand betrifft. Und ich fand das wirklich auch sehr beeindruckend, dieses Porträt dieses wunderschön gekleideten alten Herrn, der hier auf den Trümmern seines Hauses sitzt und wie Goldblatt das dann auch mit ihm gemeinsam sozusagen definiert, den Verlust einer Struktur gewissermaßen. Ich habe jetzt zwei Bilder ausgesucht, wo ich einen längeren Text dazu gebe, der eigentlich von Goldblatt bei jedem Foto dabei ist. Es gibt den Bildtitel, die ich bei den Bildern, die ich jetzt davor gezeigt habe, ja immer dabei hatte. Aber es gibt zu jedem Bild auch eine Extended Caption, wie Goldblatt sagt, einen erweiterten Bildtext. Und das ist, glaube ich, wirklich das große Verdienst von David Goldblatt, ist dieses Bestehen darauf, dass Fotografie sehr viel kann, aber auch nicht alles kann. Und dass es auch darum geht, zu verstehen und etwas zu vermitteln und zu beschreiben. Und das tut er. Und es geht um zwei Bilder, die ich jetzt mit diesem längeren Text zeige. Flushing Meadows, Site B in Khayelitsha. Das ist ein Township in der Nähe von Cape Town. Das ist ein Ort, der schwarzen Bevölkerung zugewiesen wurde mit verschiedenen Häusertypen. Und er beschreibt es eben, dass auf der Spitze jedes Masts, dieser Lichtmasten, waren starke Flutlichter angebracht, die ganze Gegend hell beleuchtet die ganze Nacht und in den 70er Jahren zur Verbrechensbekämpfung eingesetzt, weil die Gangster dort hinauf nicht Steine werfen können und Schusswaffen gab es damals noch nicht. Aber eigentlich war es für die Sicherheitskräfte ein Mittel der Unterdrückung des schwarzen Widerstands. Und dann beschreibt er noch Khayelitsha, ein Name, der unsere neue Heimat heißt, 1983, bitte 1983, in der Dünenlandschaft bei Kapstadt entstanden. Die erste offizielle Landzuteilung innerhalb von 20 Jahren an Afrikaner in der Gegend von Cape Town. Es wurden Grundstücksvergabe und Aufschließungsprogramme entwickelt für sogenannte informelle Unterkünfte. Manche hatten nur Plumpsklos, aber in anderen Gebieten wie hier, Areal B, sind sanitäre Einrichtungen mit Fließwasser da gewesen. Und darum heißt das in Anlehnung an einen Vorort von New York, scherzhaft Flushing Meadows. Ja, die Klospülung. So, das ist diese Township, in der offenbar modellhaft ab 1983 entwickelt Landvergabe und Hausmodelle entwickelt wurden zum Wohle der Bevölkerung. Und das zweite ist die Geschichte der Kirchen. Eine niederdeutsche reformierte Dutch Reformed Church, ein Bild aus 1986. Niederländisch. Ja, niederdeutsche. Und das ist sozusagen die zweite Seite dieser unglaublichen Härte einer Ideologie. Und er schreibt, seit den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts hat diese niederländische Reformkirche Kirchen in einer radikalen Modernität gebaut. Gotik, die fast alle Kirchenbauten seit dem 17. Jahrhundert beeinflusst hatte, wurde aufgegeben. Und es gab einen unglaublichen Kirchenbauboom von 40 bis 90. 1940 bis 1990 wurden mehr als 1000 Kirchen dieser Konfession gebaut. Und diese gewaltige Investition ist ein radikaler Ausdruck dieser machtvollen, andauernden christlichen Nationalismus, der die Afrikaner, das hier Afrikaner so geschrieben, weil wir das 1984 war das der Terminus. Afrikaans als Sprache und Afrikaner als eben die ehemals Buren genannte weiße Bevölkerung.
Die Wahlen 1948 brachten dann die nationalistische Partei an die Macht und führte zur Gründung des Apartheid-Regimes. Jetzt würde man gerne noch die beiden Bilder kurz gegeneinander sehen. Kannst du noch mal einmal zurückgehen? Genau. Ja. Die beiden Türme mit ihrer Bedeutung. Ja, ja, ja. Unglaublich, ja. Diese Falli. So, ich frage jetzt mal ganz kurz zwischendurch. Es sind noch keine Fragen im Chat. Wir würden jetzt noch eine Position vorstellen. Christina, du würdest noch eine Position vorstellen. Ja, Sie können jetzt vielleicht, wenn Ihnen noch Fragen einfallen, bitte nutzen Sie die Zeit jetzt, um die in unseren Chat zu schreiben, damit wir versuchen können, Christina Friesengeli Ihnen noch Antworten geben kann, soweit möglich. Ah ja, dann kann er was schriftlich deponieren. Danke. Das ist eine Position, die mir noch wichtig war, die mit dem Market Photo Workshop direkt nichts zu tun hat. Ernest Cole ist ein schwarzer südafrikanischer Fotograf, der 1966 das Land verlassen hat, über Frankreich nach Amerika in die USA ausgewandert ist und in New York gestorben ist, eigentlich vergessen und nicht auf der mit der Wichtigkeit seiner Arbeit davon eigentlich wenig in Amerika ist zwar ein Buch bei erschienen, House of Bondage, ein sehr wichtiges Fotobuch, aber in Südafrika ist er eher so als Mythos und in Europa eigentlich ganz wenig bekannt gewesen. Die Arbeit ist eben in diesen 6 Jahren entstanden. Cole war in der Lage gewesen, als schwarzer Junge, er hat als Helfer gearbeitet in einem Fotogeschäft und ihm wurde dann von seinem Chef eine Kamera geschenkt und er hat sich das angeeignet und hat alles fotografiert, was ihm in diesem House of Bondage, in diesem Haus der Fesseln, in diesem Apartheid-Regime wichtig war. Themen wie über die Minenarbeiter, über das Schulsystem, über Familiensituationen. Das ist ein ganz umfassendes Werk. Ich habe hier ein Kapitel herausgenommen. Ganz kurz noch, Christina. Der Trick war, glaube ich, oder das konnte er überhaupt nur als Schwarzer, weil er sich einen Ausweis als Farbiger besorgt hatte, erzählt es. Du erinnerst mich. Das war wichtig zu sagen. Als Schwarzer hätte er sich im Land ja eigentlich überhaupt nicht frei bewegen können, wie wir jetzt schon immer wieder gehört haben, in zugewiesenen Zonen leben und in der Nacht am Abend die Stadt verlassen und in der Früh wieder zur Arbeit gehen. Aber er hat es geschafft, einen Ausweis zu kriegen, auf dem er als Farbiger eingetragen ist. Offenbar hat man weniger geschaut als Definitionen im Ausweis kontrolliert und gesehen. Und er konnte sich bewegen, konnte auch zum Beispiel in den Minen fotografieren, die Arbeiterwohnheime, die Leute, die sich für die Arbeit herrichten. Er hatte auch mit der Polizei zu tun natürlich, weil er doch verdächtig war, wenn er fotografiert hat in bestimmten heiklen Situationen und hat dann gesagt, dass er einen Auftrag hat, jugendliche Kriminalität zu dokumentieren. Und das hat der Polizei dann ganz gut gefallen und sie haben ihn eingeladen, ob er nicht überhaupt direkt dann mit ihnen zusammenarbeiten könnte. Und da ist ihm dann der Boden zu heiß geworden unter den Füßen und er hat seine Negative zusammengepackt und ist außer Landes gegangen. Das war dann schon, also das, aber bis dorthin hat er geschafft, sich wirklich eine ganz außergewöhnliche Dokumentation des Apartheid-Systems aus der Sicht eines jungen Schwarzen zu dokumentieren. Heirs of Poverty, die Erben der Armut. Da geht es zum einen Teil in diesem Kapitel des Buches um Kinder, die von zu Hause weg sind und allein auf der Straße überleben, sich irgendwie ernähren, irgendwie etwas finden, wie sie überleben können. Nur wenn sie Geld haben, kriegen sie was zu essen. Das ist das Betteln von den Weißen. Manchmal bekommt man etwas, manchmal kriegt man eine auf die Nase.
so heißt. Es sind die Texte, die in dem Buch auch den Bildern beigegeben sind, immer so diese kleine Gruppen von Fotos mit kurzen Texten, die sehr, einen sehr griffigen journalistischen Ton haben. Das ist eben diese kleine Gruppe von über die Kinder. Ein Zitat: Wir schlafen überall, in Abflussrohren, Parks, auf der Müllhalde, einfach irgendwo. Und so in der Ich-Form, so habe ich sie dann in einem Park gefunden, zitternd vor Kälte. Dann ein zweites Thema in diesem Kapitel: die Tozzis. Die Tozzis sind Jugendliche, die sich nicht damit zufrieden geben, dass sie Gärtner sind oder irgendwelche Jobs, die man sonst, Messengers, die man den jungen Schwarzen gibt, sondern die sich eher der Kriminalität zugewendet haben, um so ihr Leben zu fristen, wahrscheinlich besser als die Messenger Boys. Und dann die Beschreibung einer Situation, wo ein Taschendiebstahl begangen wird an einem Weißen. Er beschreibt es auch so, dass die Weißen sind immer sehr verärgert, wenn irgendjemand Schwarzer sie berührt, aber eine schwarze Hand unter dem Kinn, das hat diesen Mann so wütend gemacht, dass er nicht bemerkt, dass ein anderer, der hinter ihm steht, ihm die Geldtasche zieht. Dann noch eine letzte kleine Gruppe von Bildern. Fünf von diesen Tozzis berauben einen Weißen. In der Beschreibung, wie das alles läuft sehr schnell ab. Den Wochenlohn haben sie bekommen und alle anderen im Hintergrund schauen, dass sie aus der Reichweite kommen. Und das ist das letzte Bild meiner kleinen, aber doch umfangreichen Präsentation, die ich sehe. Ich habe sehr viele Bilder gezeigt. Ich hoffe, es war nicht so. Also ich finde es unglaublich hilfreich, interessant, ganz viel erschlossen, so dem Hintergrund dessen, was wir da als Ausstellung gerade zeigen, aber unabhängig davon auch einfach nochmal. Sehr interessanter Exkurs in die Geschichte, in die Gegenwart und für mich immer wieder auch die Frage nach Bildung, Ausbildung, Education, eine zentrale Frage, die in diesem ganzen Wahlkampf zur Zeit für mich viel zu kurz kommt, weil das ist eigentlich das zentrale Thema. Ja. Welche Ressourcen, wie kann man eigentlich Zukunft denken und was muss dafür, also welche Bildungs- das Strategien, ja, welche Strategien von Entwicklung von Ressourcenfähigkeiten, wie auch immer, welche emanzipatorischen Potenziale können da in dieser Bildung mitgegeben werden? Das war für mich am Workshop wirklich eigentlich das Interessanteste. War so berührt auch zu sehen, in welcher Geschwindigkeit und Findigkeit sich die Studenten Dinge aneignen, aber wie sie auch durch dieses sich aussetzen an einen größeren politischen Rahmen mit den Projekten, die sie mit anderen Personengruppen, mit Minderheiten, mit Benachteiligten machen, auch diese soziale Kompetenz entwickeln. Mhm. Und die Vorstellung, dass das auch eine Arbeit ist und dass es auch wichtig ist. Mhm. Ich würde jetzt einfach mal, damit es ein bisschen netter wird als Zoom sozusagen, und da ist, diejenigen, die Fragen stellen, gern dazu stellen, Maren. Ich würde dich jetzt einfach mal dazu stellen. Du hast ja eine Frage im Chat geschrieben. Du könntest jetzt dich einschalten. Maren Lücke-Tiddo hat hier eine Frage formuliert und ich versuche, ob ich das hinkriege. Maren, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Hallo. Ah, du kannst dazu kommen, ja. Hallo Christine, vielen Dank für die schönen Bilder, haben mich erinnert wieder an das Ausstellungsprojekt und ich hatte eine Frage in den Chat gestellt, weil ja wahrscheinlich alle die Künstler und Künstlerinnen, die du vorgestellt hast, die Fotografinnen,
ja auch ihr eigenes Leben weitergeführt haben, ihre eigenen künstlerischen Karrieren weiter verfolgt haben. Und dabei wäre für mich spannend zu wissen, und vielleicht weißt du das aber auch gar nicht, Christine, ob diese ehemaligen SchülerInnen auch noch nach wie vor Kontakt zu der Schule haben? Gibt es da eine ganz eigene Community? Weißt du da was darüber? Oder geht man dann auch auseinander, weil die Kurse ja recht kurz auch sind? Mhm. Und gleichzeitig würde mich auch noch interessieren, ob Sanele Muhuli, die sich ja irgendwie in so vielen verschiedenen Communities in Südafrika engagiert, ob auch sie weiterhin mit dieser Schule verbunden ist, die sich ja bestimmt auch nach dem Tod von David Goldblatt und dem Ausscheiden von John Fleetwood nochmal geändert hat. Ja, ich habe vor drei Jahren, glaube ich mal, da hat der Market Photo Workshop den Prinz Klaus Award bekommen. Und da war ich in Amsterdam mit eingeladen, Manfred und ich, weil sie und mich angefragt haben für eine Art Unterstützung und Evaluierungsgeschichte für die Jury. Und da habe ich den damaligen Leiter gesprochen. Ich weiß, dass grundsätzlich Sanele war dann ein Jahr davor, hat die einen Preis bekommen vom Prinz Klaus Verein. Sie war damals auch da. Also ich denke schon, dass sie in Kontakt sind. Aber Sanele hat, glaube ich, eine ganz eigene Agenda mit ihrem Projekt. Ich weiß, dass Jodie Bieber, die auch in der Ausstellung war, von der ich aber jetzt, weil ich eh schon so viel zeigen wollte, jetzt das Projekt wieder herausgenommen habe aus der Präsentation, dass sie unterrichtet hat, weiterhin, obwohl sie eigentlich als Fotojournalistin auch sehr erfolgreich war. Lolo Veleko ist nach Frankreich übersiedelt und hat dort kürzlich, sah ich, mit einer Galerie, nicht in Paris, außerhalb, und ich weiß nicht genau, ein Fotofestival mit kuratiert aus ihrer Sicht. Also sie sind, glaube ich, sehr aktiv, aber wie weit jetzt der Workshop mit ihnen weiterhin in Verbindung ist oder sich diese Identifikation noch so ergibt, weiß ich eigentlich nicht. Ich würde sehr gerne Klaus Gödicke dazu schalten, wenn das geht, per Ton. Ich frage einfach mal an, ob er Lust hat, dazu zu kommen. Klaus Gödicke hat, wo ist er denn jetzt? Ja, ich bin hier. Aha, ich bin noch da. Weil du hast ja dort Fotograf. Klaus Gödicke hat im letzten Jahr, glaube ich, ne, das kannst du jetzt besser erzählen, an dieser Schule auch unterrichtet. Vielleicht hast du ein bisschen was zum neuesten Stand zu den Veränderungen. Ja, also ich war von 2019 bis jetzt Anfang des Jahres in Johannesburg und unterrichten würde ich es jetzt nicht sagen. Ich habe da, ich habe mich eingebracht und nach einem Austausch gesucht und auch Kurse geleitet. Das aber nur ganz kurz und am Rande. In der Zeit, in der ich da gewesen bin, hat es zu, jetzt um Sanele herauszugreifen, keinen weiteren Kontakt am Workshop gegeben. Zumindest habe ich das nicht mitbekommen. Ich habe sie auf keiner Ausstellungseröffnung getroffen. Ich habe sie nicht während der Arbeit getroffen. Es kommt vor, dass beispielsweise Künstler als Mentoren auftauchen oder dass in den sogenannten Crits, in den Arbeiten besprochen werden, sie mit dabei sind als beratendes Mitglied, eine Jury kann man das nicht nennen, aber es kommen dann halt Leute zusammen, um Tipps, Hinweise zu geben und die Arbeiten zu besprechen. Michael Subotsky habe ich auf diese Art beispielsweise kennengelernt. Mhm. Aber von den Künstlerinnen und Künstlern, die Sie, Frau Friesingel, jetzt besprochen haben, ist mir in dieser Zeit niemand mehr begegnet. Wir waren 2010, haben wir dann die Ausstellung in der Johannesburg Art Gallery gezeigt. Da waren eigentlich alle noch da. Das war aber immerhin auch schon 2010. Aber das ist ja auch, die sind ja auch, wenn sie damals vielleicht Mitte 20 waren, sind ja auch jetzt. Ich weiß, Lerato Maduna hatte damals schon ein Kind, war anderweitig. Aber ich glaube schon, dass die Schule für die Leute, die wir kennengelernt haben, eine gute Ausgangsbasis war für ein
zumindest Arbeitsleben, nicht alle für die große Karriere, aber doch. Aber die Mentorensache fand ich damals auch sehr interessant. Und ich weiß nur, dass Goldblatt sagte, dass er sich eher über diese Individualisierung, die wahrscheinlich Platz greifen würde nach dem Ende der Apartheid. Es war dieser Kampf gegen die Apartheid doch eine kollektive Anstrengung und auch eine gewisse, man hat ja auch im Kollektiv gedacht. Und das, ich glaube, dass diese grundsätzliche Änderung gesellschaftlich sich sicherlich auch auswirkt auf den Zusammenhalt. Aber ich denke, der Workshop selber ist weiterhin erfolgreich und es gibt immer wieder neue Studenten. Und ich glaube nach wie vor, dass es auch eine wichtige Basis für junge Leute, die in einen Medienbetrieb kommen wollen. Wie haben Sie das gesehen, Herr Gödicke? Der Workshop ist... so wie ich es wahrgenommen habe, zurzeit wirklich in einer Zeit der Transformation. Wir hatten das, oder Sie und du, ihr hattet am Anfang ja besprochen, dass der Workshop am Anfang zwar nicht aus der Struggle-Photography hervorgegangen ist, sondern sich andere Vorbilder gesucht hat oder auch andere Zielsetzungen gesucht hat, aber es war ja über die Jahrzehnte sehr vom dokumentarischen oder von der dokumentarischen Fotografie dominiert oder geprägt, was ohne jeden Zweifel seine Gründe und seine Berechtigung hat. Nun müssen aber die nachfolgenden Künstlerinnen und Künstler, die jungen Fotografierenden, für die ist das schon alles Geschichte, ne? Die leben tatsächlich schon in einer anderen Welt, die sie zwar noch sehr gebunden sind. Und der Klassenkampf ist in Südafrika immer noch dominant. Aber sie suchen sich trotzdem andere Wege. Und darauf müsste der Foto andere Wege sich via Fotografie auszudrücken. Und es fällt dem Market-Foto-Workshop schwer, in meinen Augen, sich darauf einzustellen, auf diese Situation, damit umzugehen, neue Angebote zu machen und tatsächlich auch eine aktivere Rolle in der Kunstszene zu spielen. Das ist sehr, sehr schwer. Ja, es ist wirklich schwer zu sagen, wo beginnt sozusagen die Kunstwelt und wo arbeitet man in einem gesellschaftlichen Kontext, wo man auch einen Beitrag auf anderer Ebene leisten kann. Ja. Die Problematik dokumentarischer Positionen bedingt sich ja sicherlich noch auch durch ganz andere Entwicklungen, die Medien, bla bla bla. Die Geschichten, die wir haben, die haben wir ja woanders auch. Das ist ja, gibt es bestimmt eine große Spezifik dort, wo du unterrichtet hast oder wo die Schule, die du dort kennengelernt hast, aber ich kann mir vorstellen, dass das an anderen Orten nicht so viel anders ist, weil dieses Medium einfach so extrem im Umbruch ist und war, muss man ja schon fast sagen, also immer wieder auf der Suche nach dieser Arbeit mit dem, was wir dokumentarisch nennen oder was wir Realitätseffekte nennen oder wie auch immer, indexikalisch. Das ist, glaube ich, ein großes Thema. Ja. Was ich vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass ich habe das besonders in 2020 erlebt, und habe es immer wieder von Studierenden gehört, dass die Schule immer noch zu weiß sei. Nun muss man wissen, dass die Schule komplett, die Leitung komplett in der Hand schwarzer Südafrikaner liegt. Und trotzdem empfinden viele Studierende die Strukturen, die dort vorherrschen, zu weiß. Und sind, wenn sie denn mal in die Strukturen etwas eingetaucht sind am Market Photo Workshop, sind auf eine gewisse Art und Weise enttäuscht von dem, was ihnen da geboten wird.
Das ist ja interessant, aber du warst als Weißer dort auch, du warst als Weißer da auch tätig. Ja, ich war aber auch Teil des Problems. Wie war denn die Relation, also dass man sich das vorstellen kann? Waren da jetzt viele Amerikaner, Deutsche, Franzosen, Niederländer, die an der Schule tätig waren? An der Schule waren durchweg, ich war in dieser Zeit die Ausnahme, waren nur schwarze Südafrikaner tätig. Mhm. Es geht auch gar nicht so sehr um das Personal, sondern es geht die Strukturen, in denen der Unterricht abläuft, wie auch das, ja, ob es vielleicht auch die Finanzierung der Schule ist, ich habe es so verstanden in den Gesprächen mit den Studierenden, dass sie eine schwarze Identität der Schule vermissen. Obwohl sie, auch den von Ihnen besprochenen Zeitraum oder den Hintergrund, Frau Frisingelli, obwohl es ja alles wirklich sehr dominante, prägende und sehr wichtige Figuren gewesen sind, die alle schwarze Südafrikaner sind. Es ist eine Aussage, die sich nur sehr, sehr schwer nachvollziehen lässt. Aber ich glaube, es liegt dem auch so ein latenter Kolonialismus immer noch zugrunde, dass beispielsweise eine Geschichte, die ich ganz kurz erzählen möchte, ist, die mir Studierende erzählt haben, wenn ich als Weiße in den Supermarkt gehe mit meiner Fototasche und an der Kasse bezahlt habe und dann den Supermarkt verlasse, wird meine Tasche nie kontrolliert. Wohingegen die Taschen der schwarzen Südafrikaner der Jungen auf jeden Fall kontrolliert werden, und zwar von schwarzem Security-Personal. Ich glaube, das ist so eine Decke oder so eine Hülle, in der die Menschen in vielen, vielen Bereichen in Südafrika leben und die eben auch Market-Photo-Workshops zum Tragen kommt oder spürbar ist. Ich denke da an die letzte Arbeit von David Goldblatt, deren Namen ich jetzt nicht im Kopf habe. Wir haben die letztlich in der Ausstellung Schnittstellen gezeigt, im Sprenger Museum, eine Ausstellung, die nur sehr kurz zu sehen war, wo es auch um die Folge von oder im Kontext von diesen Unruhen, die immer wieder sozusagen der wunderbaren Idee der Politik der Vergebung entgegenstehen, nach wie vor eben diese vielen Bilderstürmereien und Zerstörungen von Kunst und Denkmalen und Archiven, wie auch immer, die da im Hintergrund liegen, sind ja vielleicht ein ähnlicher Ausdruck des diese Identitätsbestimmung oder die wird immer noch mit sehr, sehr viel Wut und Abgrenzung logischerweise also passiert. Ja, es ist wahrscheinlich noch sehr, sehr, sehr viel Arbeit, da muss Zeit vergehen oder man muss noch auf andere Weise aktiv daran arbeiten. Schwierig. Also was Sie jetzt erzählen, Herr Gödig, diese weißen Strukturen, das heißt, dass die Gründer, Väter und Mütter sind zwar weiß gewesen, haben sozusagen das fast als Bringschuld verstanden, dass, wie Goldblatt gesagt hat, er wollte unbedingt diesem Bantu-Schulsystem was entgegenhalten, damit es irgendeine Möglichkeit gibt, dass junge Leute sich zurechtfinden und eine Grundbildung bekommen. Aber wenn dieser einerseits die Struggle-Geschichte gegen die Apartheid, wo es eine bestimmte kollektive Bewegung gab oder Gemeinschaftsgefühl, und dann jetzt die totale Individualisierung und dieses durchaus in kleinste Teile ausdifferenzierte Identitätsfragen. Es ist eine komplizierte Geschichte. Ja. Vielleicht ist die Versöhnung doch nicht so rasch gegangen. So, man kann sozusagen alles abschaffen und neu erfinden lassen. Aber wie ich eben den damaligen Leiter vor 3 Jahren in Amsterdam getroffen habe, hatte ich das Gefühl, dass die Schule ist wirklich von schwarzen Afrikanern geführt und alle jung und energisch, dass es der Schule wirklich eigentlich ganz gut geht. Ne? Wir müssen, glaube ich, langsam, so spannend das ist, und am Schluss kommen. Ich glaube, dass die Wut sozusagen und der Schmerz, der da
natürlich nicht abzustreifen ist wie eine Haut oder sowas, sieht man in den Arbeiten von Zanele Moholy. Absolut. Und diese unglaubliche Intensität, diese Dringlichkeit, die da nach wie vor ist und immer wieder der Versuch daraus, so ein Moment, also diese Spannung zwischen Distanz und Nähe, die in diesen Arbeiten liegt und immer wieder der Kampf auch um Bilddefinition dafür, finde ich außerordentlich beeindruckend. Und alles, was ich heute Abend zum Beispiel, also ich finde diese, ich würde das jetzt gern mit einem positiven Satz beenden. Diesen positiven Satz, den ich eigentlich nochmal auf diese Schule und dieses Schulmodell anwenden möchte, genau. Und dass ich das eigentlich ziemlich gut fand, heute Abend nochmal mehr davon gehört zu haben. Und ich glaube, ich nehme auch was mit und werde darüber weiter nachdenken. Ich würde gerne noch kurz eine Frage von Frau Lübke-Tido beantworten. Bezüglich des Archivs. Seit Anfang des Jahres gibt es am Market Foto-Workshop eine Stelle, die das Archiv des Workshops aufarbeitet. Okay. Ja. Okay. Ich würde das jetzt nicht abbremsen. Wenn hier noch Fragen kommen, bitte nutzt die. Elisabeth Neudörfel ist auch als Unterrichtende in dieser Runde. Wenn da noch was kommt, dann gerne, aber wir kennen uns alle auch und erreichen uns auch über andere Wege, zumindest die wir hier gerade angesprochen sind. Dann danke ich außerordentlich sehr, Christine, für den sehr, sehr anregenden Beitrag. Wolltest du was sagen? Nein, ich hoffe, es war nicht zu lang und zu viel. Also es sind noch fast alle dabei und das finde ich ziemlich gut. Und das ist aufgezeichnet und man kann es in Kurze auch dann nachhören auf unserer Website und weiterempfehlen und weiter damit arbeiten und daran denken. Allen hier in dieser Runde einen herzlichen Dank für das Interesse. Dir besonders, Christina, und wir hören uns in Kürze, morgen. Bald wieder. Ja? Tschüss. Tschüss.